du, ich bin jetzt gerade dabei, dass ich mir einen Granola-Nachschub mache. Und jetzt habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch heute ein bisschen mit dazu. Ich mache jetzt gleich doppelte Menge, weil das immer so schnell aus ist. Und dazu muss ich zuerst mal 120 Gramm Mandeln hacken. Jetzt 300 Gramm Haferflocken reingewogen und dann die Mandeln, die was ich so mühevoll gehackt habe. Und ein paar Sonnenblumenkerne habe ich auch dazu gegeben. Ich dachte, das passt ganz gut. Dann sind die 60 ml Mandelöl, eigentlich kein Kokosöl, aber habe ich nicht zu Hause, darum wird improvisiert. Im nächsten Schritt kommt die Honig rein, dazu brauche ich jetzt eine Waage. Da kommen jetzt etwa noch 140 Gramm Honig rein. Das ist dann mal ein ordentlicher Löffel. Und Zimt rein, so viel wie man halt gern hat. Also das darf man selber entscheiden. Und nur so ein halber Teelöffel Salz. Perfekt. Gut durchrühren. So schaut das jetzt aus. Das kommt jetzt auf ein Backblech. Dann für 10 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Einmal wenden und nochmal 10 Minuten rein. Es soll nicht zu braun werden, weil sonst wird es bitter. Aber es wird schon, bis gleich. Fertig. Also das schaut doch schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt nur ein bisschen noch nicht so fest, aber sobald das dann ausgekühlt ist, wird das ganz knusprig und dann kann man es genießen. Schaut's, und jetzt ist es wirklich ganz fest und knusprig. Das wird jetzt nur gebrochen und abgefüllt. Lecki! Mmh.